Ja, hallo und willkommen zum Slingshot Channel. Heute wollen wir mal die Adder so modifizieren, wie es nur geht, um daraus eine ganz andere Armbrust zu machen. Und hinterher im Endzustand wird sie so ungefähr so sein wie diese. Aber anfangen tun wir mit einer vollkommen original nagelneuen. Ja, und hiermit fangen wir an. Das ist eine original verpackte Adder, so kommt die, wenn ihr sie bestellt. Und so haben das immerhin 11.000 andere Kunden allein bei der Firma GoGun in 2020 schon gemacht. Wahrscheinlich die erfolgreichste Armbrust des Jahres. Ich zeige euch heute insgesamt 6 Modifikationen. Die Leute in der Gruppe haben dafür abgestimmt, dass das die beliebtesten sind. Davon betreffen 4 die Armbrust und 2 sind eher die Anfertigung von verbesserten Bolzen, die auch mehr effektiv sind, gerade mit den Änderungen, die wir hier durchführen. Was machen wir alles? Nein, wir fangen damit mal an, dass wir diese automatische Sicherung, die halt nach jedem Repetiervorgang automatisch einrastet und die ich dann immer erst manuell rausnehmen muss, wenn ich schießen will, die Sicherung werden wir umbauen, sodass sie manuell ist. Das heißt, man kann sichern, aber per Default ist es halt ungesichert, sodass man nicht mehr vergessen kann, die Sicherung rauszunehmen und jeder Schuss auch immer passt. Zweite Änderung, die wir machen, wir verstärken den Wurfarm. Der serienmäßige Wurfarm hat 130 Pfund, das ist wirklich schon echt viel. Aber es gibt viele Leute, die wünschen sich ein bisschen mehr Power. Und werde ich euch heute zeigen, wie man einen 180 Pfund Wurfarm daraus macht, der natürlich die Power der Armbrust ganz schön erhöht, auch wenn es dann etwas schwerer zu spannen ist. Man kann die Armbrust auch noch weiter erhöhen, das ist jetzt hier ein 240er Modell. Es geht bis 260 Pfund, das ist Maximum. Aber dann muss man auch noch viele andere Teile verstärken, hier am Spannhebel etc., weil ansonsten das zu schwachbrüstig ausfällt. Außerdem ist es dann wirklich schwer zu repetieren und nur noch was für trainierte Sportler. Ja, was machen wir weiterhin? Wir werden den Spannhebel, das Spiel reduzieren. Das ist etwas, was die Leute oft kritisieren, weil der im Originalzustand ein bisschen zu den Seiten wackelt. Und dann kann es einem passieren, dass wenn man das nicht gerade drückt, dass man dann hier unten die Raste verfehlt. Das werden wir verbessern, abschalten, sodass das nicht mehr auftritt. Ist auch keine schwierige Änderung. Außerdem zeige ich euch, wie man das neue siebenschüssige Magazin installiert. Das hat vor allen Dingen den Vorteil, dass es auch mit Schnellladern funktioniert. Der Hebel kann halt ganz hoch schwingen und es sind nicht mehr 5, sondern 7 Schuss. Auch eine super Änderung. Ja, und dann zeige ich euch noch, wie man Bolzen optimiert. Das ist ein Originalbolzen, der ist schon so ein bisschen gebraucht, aber noch okay. Ich zeige euch, wie man diesen Bolzen erstmal schwerer kriegt. Denn ein schwererer Wurfarm mit mehr Auszugsgewicht braucht auch einen schwereren Bolzen, damit man die Power auch wirklich voll ausnutzen kann und auch damit der Bogen weniger stark belastet wird. Ich zeige euch, wie man das macht, wie man den deutlich schwerer kriegt. Und außerdem zeige ich, wie man aus so einem Bolzen auch einen richtig gemeinen Jagdbolzen machen kann. Es gibt da verschiedene Spitzen, die man kaufen kann und drauf machen kann. Und ich zeige euch, wie man die Konvertierung durchführt. Ja, hier mal eine ganz andere gepimpte Version. Die hat jetzt sogar 260 Pfund, das heißt, hier sind 2 von den originalen Wurfarmen drin. Ist natürlich schon mega, mega, mega viel. Ich habe hier außerdem, natürlich, damit das Ding klarkommt, habe ich hier den Transporthebel komplett neu angefertigt, aus viel dickerem, viel breiterem Material. Und habe außerdem den eigentlichen, das U-Profil ausgelegten Spannhebel zum massiven Hebel umgebaut, indem ich den mit rostfreiem Stahl gefüllt habe. Und dann hält die auch die Mechanik. Aber diesen Umbau zeige ich euch heute nicht, weil der ist ganz schön anspruchsvoll. Hab mich geschnitten beim Unboxing. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben, wenn wir das auspacken, haben wir einmal hier die eigentliche Armbrust, den Rahmen. Wir haben das fünfschüssige Originalmagazin. Wir haben 5 Pfeile. Wir haben den Hinterschaft, der ist optional, den muss man nicht installieren, den kann man auch weglassen. Wir haben den Frontgriff. Wir haben das Red Dot zusammen mit der Batterie und dann noch dem Einstell-Imbusschlüssel und einen kleinen Putzlappen. Wir haben den Schultergürtel. Wir haben den original 130 Pfund Wurfarm. Schon mit der Sehne und den Endkappen drauf. Wir haben hier noch eine Sicherheitsbrille. Wir haben ein bisschen Sehnenwachs. Wir haben außerdem hier die Rändelschraube für die Befestigung des Magazins. Einen Imbusschlüssel dazu. Wir haben die alternative Endkappe für den Hinterschaft, wer den Original noch mag. Wir haben hier eine Ersatzsehne. Na, das war so eine Reservesehne. Wir haben auch 2 Reserve-Endkappen. Und wir haben eine Spannhilfe. Das heißt, das ist so eine Schnur, damit kann man im Prinzip ohne jedes Werkzeug die Sehne wechseln. Ja, komplett. Ja, brandneue Armbrust. Bevor wir die jetzt zusammenbauen, bauen wir sie erstmal weiter auseinander, um die Modifikation vorzunehmen. Die erste Modifikation, wir bauen die Sicherung um. Ich möchte euch jetzt erstmal den ausgebauten Trägerblock schon mal zeigen, das ist von einer anderen Waffe natürlich, damit ihr versteht, wie das funktioniert mit der Sicherung. Ihr seht ja, der Sicherungshebel hat hier diese kleine Nase. Die kommt halt hier, guckt halt hier raus. Und wenn ich jetzt die Armbrust spanne, dann geht ja die Sehne hier gegen, repräsentiert durch diesen kleinen Imbusschlüssel.
Ja, ich schiebe dann also erstmal hier den Latch nach hinten und dann automatisch auch die Sicherung. Ne? Und jetzt drückt die Sehne hier nach vorne gegen den Haken hier. Und ich kann nicht schießen, weil die Sicherung ja jetzt drin ist. Erst wenn ich die Sicherung löse, dann kann ich schießen und dann kann ich das Ganze im Prinzip wiederholen. Ja, es gibt natürlich zwei Methoden, das zu machen. Denn was ich jetzt tun muss, ich muss diesen kleinen Winkel hier, dieses Stückchen Metall, das im Prinzip dafür sorgt, dass die Sehne das ganze Ding zurückschieben kann, die Sicherung. Das muss ich entfernen. Der einfache, aber schmutzige Weg ist, ich nehme einfach ein Stück Gummi, binde das hier vorne fest oder Isolierband oder was auch immer. Dann nehme ich eine Feile oder von mir aus die Bohrmaschine und mache das weg. Das geht, aber dann haben wir natürlich die ganzen Metallspäne im System und so. Gut ist das nicht. Ich empfehle das nicht. Ich empfehle, das so zu machen, dass man das ganze Ding sauber auseinander nimmt und dann hinterher auch wieder sauber zusammenbaut. Und wie das geht, das zeige ich euch eben heute. Wie man das macht, ist ganz einfach. Ich nehme jetzt hier den mitgelieferten Inbusschlüssel, 3 mm. Und ich muss insgesamt 6 Schrauben entfernen, nämlich diese 3 hier. Und 3 Stück auf der anderen Seite. Dann kann ich den ganzen Systemblock rausheben. So, wenn man das gemacht hat, dann hat man im Prinzip 6 Schrauben in der Hand. Nicht verlieren. 4 davon sind lang, und also länger, und die gehören in die hinteren Positionen. 2 davon sind kürzer und gehören hier rein. Nicht verwechseln, weil sonst blockiert das System, wenn man hier zu lange Schrauben nimmt. Wie man jetzt den ganzen Pistolengriff rauskriegt, das ist ziemlich einfach. Zuerst mache ich hinten den Hebel auf, das heißt, ich drücke das ein bisschen rein und schiebe dann den Hebel hier nach hinten. Dann kann ich den Hebel ganz leicht runterklappen. Jetzt ziehe ich hier vorne diese beiden Hebel raus, nach unten. So, genau. Und jetzt kann ich im Prinzip die Sachen hier, die Teile einfach ein bisschen seitlich auseinanderziehen, dann kann ich den ganzen Griff rausnehmen. Als nächstes nehmen wir jetzt hier den ganzen Systemblock raus. Das ist jetzt total einfach. Man muss nämlich nur diese beiden Hälften jetzt ein bisschen auseinanderspreizen. Dann kann man das ganze Ding einfach problemlos nach oben rausdrücken. So. Ja. Ja, als nächstes müssen wir jetzt den Systemblock hier von dem Transporthebel trennen. Und das macht man einfach, indem man die Achse hier rauszieht. Die ist nicht eingepresst, sondern die geht ganz leicht, also passt auch die Feld schnell raus, nicht verlieren. Okay, jetzt müssen wir den Systemkasten auseinandernehmen. Wie man sieht, hat er ein breites Teil und dann so einen Deckel oben drauf. Wir wollen den Deckel abheben. Damit wir das aber können, müssen wir zuerst eine von den beiden, kann man auch beide, aber eine von diesen beiden, hier die in Schussrichtung rechte Schraube, die muss raus, denn sonst kann ich das ganze Ding nicht abheben hinterher. Man muss ein bisschen aufpassen, weil diese Schraube sitzt sehr fest, die ist ein bisschen eingeklebt. Das heißt also, da muss man ganz schön Kraft aufwenden. Benutzt einen passenden Imbus, sonst passieren fürchterliche Dinge. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil hier passt keiner von den mitgelieferten Imbusschlüsseln. Hier muss man eigentlich einen amerikanischen Imbusschlüssel nehmen, der ist 5/64. Das heißt also, der ist ein bisschen größer als 2 mm. Ja, muss man mal gucken, ob ihr sowas habt. Und wie gesagt, das geht ein bisschen schwer. Uah. So, jetzt muss ich den Systemkasten öffnen. Das heißt also, ich muss jetzt hier diese Schraube und diese Schraube entfernen, und das ist der gleiche Schlüssel wie vorhin. So, es sind meine 3 Schrauben hier draußen, wie ihr seht, und jetzt benutze ich einen Schraubenzieher oder was ähnliches, um hier reinzugehen und das ein bisschen offen zu hebeln. Sehr vorsichtig und immer mit der Platte nach oben gerichtet. Ja, so sieht das dann aus, wenn man es geöffnet hat. Wie man sieht, ist das eine richtig schöne kleine Schlosskonstruktion. Ist ordentlich gemacht. Das hier ist jetzt die Sicherung. Die müssen wir jetzt rausnehmen, aber bitte aufpassen. Hier drunter ist nämlich eine Feder und eine kleine Kugel. Nicht verlieren, denn wenn ihr die Kugel verliert oder die Feder, dann wird die Sicherung im Prinzip weder hinten noch vorne arretieren, sondern sie frei rumbewegen und rumschlackern. Und das wollt ihr nicht. Ja, hier kann man jetzt die kleine Stahlkugel sehen. Ja, und wir müssen dieses kleine Ding hier nur bis hierhin absägen. Ja, und so sollte das jetzt aussehen. Und jetzt setze ich das wieder rein und dann bin ich eigentlich mit dem Umbau fertig. Ich muss alles nur noch wieder zusammenschrauben. So.
Okay. Wunderbar. Great. Wie ihr seht, sind wir jetzt fertig, alles wieder zugeschraubt. Und wenn ich jetzt hier das simuliere, dass ich mit der Sehne zurückgehe, dann sieht man, dass der Sicherungshebel eben jetzt nicht mehr zurückgeschoben wird. Und ich kann jetzt, wenn ich meine Finger ein bisschen verbiege, tatsächlich auch sofort wieder auslösen. Wenn ich das jetzt sichern will, dann kann ich ja das erstmal hier wieder ganz normal spannen. Und dann kann ich die Sicherung manuell zurückschieben und dann kann ich den Abzug nicht mehr betätigen und das System ist sicher. Jetzt haben wir die erste Modifikation komplett. Jetzt gehen wir zur zweiten, nämlich die Reduzierung des seitlichen Spiels des Hebels hier. Der hat natürlich ein bisschen Spiel deswegen, weil das ein ganz einfaches Gelenk ist hier. Und das ganze Gelenk geht auch noch durch ein U-Profil. Und das heißt, das arbeitet jetzt hier ein bisschen seitlich. Nicht besonders viel, aber das kriegen wir besser hin, indem wir die Bohrung hier enger machen, damit der Bolzen hier nicht so viel Spiel hat. Und gleichzeitig füllen wir das hier mit was Massiven aus, sodass ich das nicht mehr zusammendrücken kann. Ja, und dazu müssen wir jetzt zuerst diese Achse hier entfernen. Das ist eine einfache Achsenschraube. Und die werden wir einfach los, indem wir die rausdrehen. Hier gibt es zwar eine Mutter, aber die wird automatisch durch das Kunststoff festgehalten. Und dafür brauchen wir einen 4 mm Inbusschlüssel. Ja, was wir jetzt machen müssen, um das zu beseitigen. Wir nehmen einfach hier ein Stück von dieser 8 mm Aluminiumplatte. Man kann auch irgendwas anderes nehmen. Von mir aus Messing oder Stahl oder so, ist eigentlich egal. Hauptsache etwas, was 8 mm breit ist, weil das ist die Breite des Profils hier. Und ich nehme einfach so ein Stück, das macht vielleicht 3 cm lang sein oder so. Das kommt nicht so darauf an, dass ich dann eben jetzt hier reinhaue und damit es im Prinzip möglich ist, eine neue Achse reinzubohren. So sollte das jetzt aussehen. Wie ihr seht, ist das alles schön bündig, fest eingeklebt und jetzt ist es eigentlich auch bereit schon, um durchgebohrt zu werden. Ja, und jetzt sieht man, dass es die Achse so gut wie kein Spiel mehr hat. Und wenn die doch noch viel Spiel hat, naja, dann muss ich euch leider sagen, habt ihr einen zu dicken Bohrer genommen. So, wenn man jetzt will, kann man das auch noch ein bisschen schwarz sprühen, damit es ein bisschen netter aussieht hinterher. Aber das ist natürlich keine Pflicht. Während wir jetzt darauf warten, dass die Farbe trocknet, kann ich euch noch ein bisschen was zu dem Hebel hier erklären. Das hier ist der sogenannte Transporthebel. Und auf dem liegen die größten Belastungen. Wenn wir jetzt oberhalb von 180 Pfund fängt er an, nicht mehr auszureichen. Das heißt, der biegt sich dann und windet sich und das ist natürlich nicht gut und sogar gefährlich. Man kann ihn natürlich verstärken. Ich habe das mal gemacht, indem ich einfach hier ein Stahlstück, ein kleines 4 mm Flacheisen einfach gegengeschraubt habe. Das geht. Aber ich habe das dann in der 260 Pfund Version habe ich das gegen richtig breites, richtig dickes Stück Flacheisen ausgetauscht, sodass das Ding komplett ersetzt worden ist. Wenn ich auf 260 Pfund gehe, dann muss ich das sogar mit dem ganzen Hebel machen, denn sonst biegt sich hier dieses U-Eisen durch. Dann muss ich im Grunde genommen das, was ich jetzt hier nur oben gemacht habe, muss ich mit dem ganzen Hebel machen. Das heißt also auskleiden durch Metall und dann würde ich Stahl empfehlen, nicht mehr Aluminium. Einfach deswegen, weil das sicherer ist. Das ist ein bisschen tricky, weil ich brauche ja hier noch das Gelenk. Das muss ich dann hier reinarbeiten. Ist deswegen nur was für Experten und deswegen zeige ich das auch heute in dem Modding nicht. Das geht ein bisschen weit. Ja, wenn man das jetzt wieder zusammenbaut, merkt man, dass das hier viel schwerer geht. Das hängt damit zusammen, dass ich jetzt hier das U-Eisen ausgefüllt habe und dass das deswegen sich nicht mehr zusammenbiegt. Das wird uns hinterher bei der Spielreduzierung massiv helfen.
Wie man jetzt sieht, ist das hier ganz was anderes. Das ist jetzt viel, viel schmatzender hier drin. Es hat im Prinzip überhaupt kein Seitenspiel mehr und so ist das was Vernünftiges. Ja, und jetzt muss ich das Ganze wieder zusammenbauen und ich fange damit an, indem ich hier den Transporthebel einmal hier durch die Schenkel von dem Korpus ziehe und dann von oben das ganze Ding hier wieder anschraube mit der Achse und dann einfach alles wieder zusammenbauen in umgekehrter Reihenfolge. Ja, jetzt bin ich im Grunde genommen wieder genau da, wo ich angefangen bin. Sieht man. Aber ich habe eben zwei wichtige Unterschiede. Einmal habe ich jetzt hier eine manuelle Sicherung und keine automatische. Und außerdem habe ich jetzt hier einen Hebel, der viel spielfreier läuft und mit dem ich eigentlich hinten das Verriegelungsloch nicht mehr verfehlen kann. Das ist jetzt der 130 Pfund Wurfarm. Das ist der serienmäßige und der ist eigentlich für die Erde auch total gut. Ich meine, die originale R9 wurde ja nur mit dem 90 Pfund ausgeliefert und der 130 Pfund hat schon richtig, richtig Power. Meisten Leuten sogar schon zu viel bei der Übung, denn viele Leute gehen auf den 90 Pfund Bogen zurück. Erstmal, weil es leichter zu spannen ist und zweitens, weil der nicht die Pfeile so tief in die Pfeilfangmatte treibt, dass die Leitfedern schnell beschädigt werden. Aber vielen Leuten reicht das auch nicht, die wollen halt drüber hinaus. Das ist zwar der stärkste, den es gibt auf absehbare Zeit, vielleicht irgendwann mal einen stärkeren, aber im Moment ist das der stärkste. Viele Leute wollen mehr und ist auch möglich. Und zwar einfach, wenn ich mehrere von diesen Wurfarmen kombiniere, kann ich im Prinzip die Power multiplizieren. Und die haben auch noch Platz hier drin, hier werden die ja festgeschraubt. Jetzt muss man dazu sagen, das Stärkste, was man erreichen kann, ist zwei von den 130ern zu nehmen, hintereinander. Dann hat man 260 Pfund und das ist, da muss ich auch die Armbrust noch ganz anders umbauen etc. Das ist also auch wirklich nur für Leute mit großer, großer Körperkraft. Kann ich also als Umbau jetzt erstmal nicht empfehlen. Aber zwei von den leichtesten Bolzen zu kombinieren, von den leichtesten Wurfarmen zu kombinieren, nämlich die 290 Pfund, sodass man insgesamt auf 180 Pfund statt auf 130 Pfund kommt, das geht. Und das zeige ich euch heute. Hier das Label, was da dran ist, das habe ich jetzt schon abgemacht für die englische Version vom Video. Und da steht also auch ganz klar, auch in deutscher Sprache, hoffentlich fokussiert die Kamera das jetzt mal, steht also klipp und klar drauf, die beiden häufigsten Probleme, nämlich, dass die Leute die Sehne nicht wachsen und dass sie kaputte Bolzen verschießen. Und das zerstört halt die Sehne. Ne? Also deswegen ernst nehmen den Hinweis. Das ist jetzt hier der 90 Pfund Wurfarm. Ich habe da gleich zwei Stück von gekauft. Ja, die sind jetzt nicht ganz billig, die kosten so um die 40 Euro, glaube ich. Aber nicht vergessen, dafür kriegt man auch einen Satz neuer Endkappen und auch eine neue Sehne, die bei einer Repetierwaffe immer sinnvoll ist. Man braucht zwei Stück natürlich, damit man die hintereinander stacken kann, damit man dann auf insgesamt 180 Pfund kommt. Aber bevor wir damit anfangen, müssen wir erstmal von allen Bögen, auch von dem 130er, die Sehne runternehmen. Gott sei Dank ist das super einfach, das rauszukriegen. Man nimmt nämlich einfach hier den Bolzen oder irgendwas anderes Spitzes, drückt es hier gegen, schiebt dann den Bolzen so ein Stück raus, dass man den greifen kann. Dann schiebt man den so weit raus, wie er sich rausziehen lässt. Kann nicht rausfallen, ist echt praktisch. Jetzt setzt man das ein, muss man ein bisschen drauf drücken, weil die Feder ja ein bisschen unter Spannung steht. Und dann kann man den Bolzen einfach wieder reindrücken und schon ist alles fest. Wir nehmen jetzt also diese kleine Hilfssehne, die mitgeliefert wird. Die hat eben diese großen Plastikösen und die machen wir jetzt hier drüber, aber die machen wir in diese hintere Stellung von der Sehnenkappe. Hier rein und auf der anderen Seite auch. Ja. Und jetzt sieht man schon, dass ich hier im Prinzip sowas wie eine ganz lose Sehne habe. Und was ich jetzt einfach mache ist, ich spanne jetzt die Waffe ganz normal, außer dass ich nicht hier einraste, sondern in die Hilfssehne. Das reicht aus, um die Wurfarme dann so weit zu spannen, dass ich im Prinzip die Sehne ganz leicht rausnehmen kann. So. Und jetzt kann ich einfach die ganze Sache wieder entspannen, indem ich den Spannvorgang wiederhole. Also ein bisschen nach unten hier gegendrücken und fertig. Als nächstes die Endkappen entfernen, die sind nur drauf gesteckt. Ganz einfach, nicht verlieren. Jetzt müssen wir die Glasfaserwurfarme
aus dem eigentlichen Frontendhalter rausnehmen. Wir nehmen dazu den mitgelieferten 3 mm Inbus. Losschrauben. Die Schraube muss nicht ganz raus, aber sie muss schon relativ weit zurückgedreht werden. Ungefähr so. Und jetzt vorsichtig rausziehen und nicht vergessen, da sind jetzt die kleinen, so eine Metallplatte drin und zwei Kunststoffplättchen. Nicht verlieren, die brauchen wir noch. Ja, eine ist dahinter, da ist sie. Ja. So. Das machen wir jetzt mit allen drei Wurfarmen. Jetzt geht es also darum, diese beiden Wurfarme miteinander zu verbinden, wobei ich von dem hinteren Stück ein ganzes Teil absägen werde, damit ich nur auf dem vorderen die Endkappe drauf bekomme. Und den hinteren werde ich dann durch eine durch Faden miteinander mit dem vorderen verbinden, damit er sich auch sauber aligned. Was zunächst total wichtig ist, ist, dass bei dem hinteren muss ich jetzt markieren, wo die Mittellinien sind, damit ich die genau übereinander kriege. Denn wenn die fest montiert sind, dann sehe ich das hinterher nicht mehr. Das geht eigentlich am besten, indem ich eine kleine Feile nehme und hier von oben eine Kerbe reinfeile. Ich empfehle euch, ungefähr 4,2 cm von dem hinteren Wurfarm abzusägen. So, was wir jetzt machen, nachdem ich das ein bisschen abgerundet habe hier, wir feilen jetzt hier das Ding zurecht, erstmal in der Mitte, machen wir so eine Art Kanal für die Sehne, damit die nicht schleift hier dran später. Und außerdem machen wir so ein paar Einkerbungen hier, damit im Prinzip hinterher, wenn ich das zusammenbinde, die ganze Sache vernünftig läuft hier und nicht irgendwo im Weg ist. Ja, jetzt können wir das Ganze wieder montieren, wobei die kleinen Plastikplättchen, die müssen wir weglassen. Dafür ist kein Raum mehr, aber die Metallplatte, die brauchen wir noch. Die Metallplatte wird unbedingt benötigt, damit die Schraube keine Macken in den Wurfarm drückt. Wenn man das nicht will, dass man hinterher das Plastik durchsieht hier, das Glasfaser, wo wir gefeilt haben, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, das Ganze im Prinzip ein bisschen anzusprühen. Ja, jetzt ist die Farbe trocken. Jetzt schieben wir das Ganze wieder hier in die eigentliche Frontend-Vorrichtung mit dem Sehnenstopper und zentrieren das ordentlich. Wir haben ja hinten auch extra die Markierung reingemacht. Und dann nehmen wir hier natürlich noch die kleine Metallplatte. Die Plastikplättchen lassen wir weg. Ja, hier sieht man die Metallplatte. Und jetzt ziehen wir das Ganze ordentlich fest. So. Ja, jetzt könnte man das eigentlich schon benutzen, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich möchte, dass die verbunden werden, damit sie sich auch schön immer parallel verhalten. Und das mache ich, indem ich sie zusammenbinde mit ein bisschen Dacron Bogensehnenmaterial. Das kann man überall bestellen, eBay, Amazon, überall. Und das hat den Vorteil, das lenkt sich halt nicht und das trägt auch nicht auf. Von daher ist es eigentlich perfekt für den Job. Aber wenn wir jetzt sehen, ist das Ganze jetzt hier sauber verbunden und kann sich nicht mehr gegeneinander verschieben, aber es gibt noch genügend Spielraum zwischen den beiden Wurfarmen. Und jetzt können wir die Endkappen wieder draufstecken und die Sehne wieder spannen. So, jetzt ist es ganz wichtig, dass man, bevor man die Sehne hinten wieder auf die Kappen zieht, dass man das durch die Ösen hier, durch die Schlaufen von der Hilfssehne zieht, denn sonst wird man hinterher die Hilfssehne nicht mehr runterkriegen. Ja, der alte Trick, das Ganze jetzt ein bisschen nach oben drücken, dann hier den Hebel zurück und das Ganze wieder entspannen.
Ja, jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, das Magazin zu montieren. Das hier ist das serienmäßige 5-Schuss-Magazin der Edda. Wie man sieht, alles aus Plastik. Hat den großen Nachteil, dass man hier den Arm, den Hebel, der draufdrückt auf die Pfeile, nicht weiter hochbiegen kann als so. Das heißt, man muss die Pfeile immer so reinschieben und kann die nicht von oben auf einen Rutsch reinladen. Und natürlich hat es nur 5 Schuss. Und wir wollen das gar nicht montieren, sondern wir gehen gleich auf das neue, nur bei GoGun erhältliche 7-Schuss-Magazin mit Schnellladevorrichtung. Das sind jetzt hier die beiden Magazine im direkten Vergleich. Ihr seht, das untere hat Seitenteile aus pulverbeschichtetem Aluminium. Ist ungefähr gleich hoch, fast aber 2 Pfeile mehr. Hier haben wir eben jetzt diesen kleinen Hebel. Das heißt, ich kann jetzt den ganzen Arm nach oben schwingen. Der hat eine eigene Feder. Und jetzt komme ich ganz leicht an diese Ladevorrichtung hier ran und kann dann eben auch hinterher mit dem Schnelllader arbeiten. Ganz abgesehen davon, dass ich jetzt hier 2 Pfeile mehr drin habe. Einfach drauf damit, nach hinten schieben, jetzt die kleine Rändelschraube draufdrehen und dann ist alles gut. Jetzt montieren wir noch den Hinterschaft, einfach hier den Bolzen wieder rausdrücken, Hinterschaft rein, zumachen und jetzt haben wir unseren verstellbaren Hinterschaft. Tja, das Laden geht ganz leicht, man kann einfach dann hier die Klappe hochschieben, jetzt kann man die Pfeile einzeln reinwerfen oder man nimmt gleich so einen Speedloader, der kostet 30 Euro extra, da kann man dann 7 Pfeile reintun und die dann auf einmal laden. Klack! Ja, dann lass uns doch mal schauen, wie schwer das jetzt zu spannen ist. Und jetzt schieben wir zum ersten Mal hier auf die kurze Entfernung in die Pfeifermatte. Also das geht noch. Okay. Batsch. Ganz schön hart. Ist das nicht hart zu sehen, wie viel Spannung da jetzt drauf ist? Wahnsinn. Keine Sicherung mehr. No more safety. Was richtig cool ist, ist, dass ich ja richtig zerstört oder beziehungsweise permanent verändert habe ich nur den hinteren 90-Pfund-Bogen. Der vordere ist vollkommen heile geblieben, die Halterung ist unverändert und der 130er sowieso. Das heißt, ich kann das jederzeit wieder zurückrüsten. Ich kann auch ummodeln. Ich kann als Front jetzt auch den 130er nehmen, dann habe ich 220 Pfund. Alles, was ich dazu ändern muss, ist, ich muss hier die Schnur wieder aufmachen und dann hinterher neu zusammenwickeln. Aber das ist natürlich ein tolles Konzept, dass ich auf die Art und Weise die Stärke meiner Edda jederzeit komplett verstellen kann. Ja, kommen wir jetzt zu der Herstellung von schwereren Bolzen. Diese Bolzen hier wiegen ungefähr 13 Gramm. Das ist echt okay für die 130 Pfund Wurfarme, die serienmäßig da drin sind. Aber es ist zu leicht, wenn wir auf 180 Pfund oder noch schwerer gehen. Man kann die zwar damit noch gut schießen, aber fürs Material ist es besser, wenn die Bolzen schwerer sind und man kriegt damit auch bessere Penetration hin. Die knallen einfach härter rein, wenn sie schwerer sind. Dazu muss ich sie aber schwerer machen und das mache ich, indem ich im Prinzip Teile von 6 mm Nägeln nehme. 6 mm ist am besten, 5,5 mm geht auch. Ich brauche dann kleine Holzstückchen zur Abstandhaltung, damit die nicht rumschlackern in den Schäften, weil die müssen ja nach wie vor noch vorne schwerer sein als hinten. Ja, und was ich als Werkzeug brauche, ich brauche halt unbedingt so einen Heißluftföhn, denn ansonsten kriege ich die Originalspitze nicht da raus und dann kann ich natürlich nichts in den Schaft packen. Die Methode, wie man das hier rauskriegt, ist, man erhitzt mit dem Heißluftföhn hier sehr vorsichtig den Carbonschaft und wenn man denkt, er ist heiß genug, so nach Gefühl, dann spannt man die vordere Spitze in den Schraubstock ein und zieht, aber auf keinen Fall seitlich rauswackeln, denn das würde den Carbonschaft massiv beschädigen, sondern immer nur ziehen, einfach gerade ziehen und wenn er sich noch nicht löst, dann ist er noch nicht heiß genug. Man entwickelt da schnell ein Gefühl für. Ja, manchmal verliert man die Spitzen. Das passiert jetzt nicht mehr so häufig, weil IK Archery die Qualität der Verklebung massiv verbessert hat.
Aber dann ist es natürlich einfach, dann nimmt man einfach so einen Bolzen und setzt da die Spitze wieder rein hinterher. Ansonsten muss man die Spitze halt erst rausfummeln. Jetzt nimmt man die Spitze, spannt sie in die Bohrmaschine ein, dann nimmt man eine Feile und dann entfernt man den alten Kleber. Die Spitze muss jetzt ganz leicht hier rein und raus in dem abgekühlten Schaft sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müsst ihr einen 6 mm Bohrer nehmen und die alten Klebereste aus dem Schaft entfernen. Jetzt müssen wir ein Stück von dem 6 mm Stahlnagel abschneiden und ich empfehle ungefähr 40 mm zu nehmen, 4 cm. Ja, dieses Stück wiegt ungefähr 9 Gramm. Wenn ich da jetzt noch ein Gramm Holz zurechne, dann ende ich so ungefähr mit einer 10 Gramm Beschwerung. Das heißt, ich mache aus einem 13 Gramm Bolt so einen 22, 23 Gramm schweren Bolt. Exakt das, was wir wollen. Um das Holzstück jetzt richtig abzulenken, schmeißen wir erstmal den Nagel hier rein. Dann tun wir das Holzstück hinterher und markieren genau, bis wohin das Ganze jetzt geht. Jetzt halten wir die Spitze dagegen und malen ganz genau auf, bis wohin die Spitze geht. Und da schneiden wir das Ding ab. Und jetzt tun wir das Holzstück zuerst in den Schaft, dann das Stahlstück hinterher und dann die Spitze. Und das Ganze darf am Ende nicht schlackern, wenn es feste drauf sitzt. Wenn das so wie hier der Fall ist, dann nehmen wir jetzt unseren Kleber und kleben das Ganze wieder fest. So, kommen wir jetzt zu den Broadhead-Jagdpfeilen, die Breitspitzen. Die gute Nachricht ist, man muss das jetzt nicht mehr selber machen, weil die Firma Steamboat hat sich entschlossen, diese Pfeile auch aufzulegen. Die kann man jetzt kommerziell kaufen, sind nicht ganz billig, kosten ungefähr 10 Euro. Aber wenn man sie selber baut, sind es auch nicht viel billiger, weil die sind halt ziemlich ausgefuchst. Rasiermesser scharf, gehärtet, richtig cool. Aber was ist, wenn man schwerere machen will oder wenn man andere Jagdspitzen will? Naja, das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Denn da gibt es echt coole Spitzen. Es gibt hier zum Beispiel hier diese wirklich genialen Wolf-Fangs von Steamboat. Und wenn ich mir die anschaue, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Dann gibt es hier zum Beispiel noch die Fenris Bodkins. Das sind halt richtige Bodkins, die zwei Klingen haben. Die sind deutlich stabiler als die anderen. Sind sehr, sehr spitz. Auch die richtig cool. Ja, die Aufgabe für heute ist, wir wollen einen von diesen Fenris Wolf-Fangs montieren auf dem Schaft. Und dazu machen wir eigentlich genau das, was wir gerade auch schon getan haben, mit dem Unterschied, dass wir jetzt hier den Schaft noch weiter kürzen müssen, damit die Gesamtlänge nicht zu groß wird. So, das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist bestimmen, wo wir den Schaft abkürzen müssen. Das heißt, wir legen den jetzt hier Spitze gegen Spitze, sodass die wirklich die gleiche Länge haben. Ja? Und dann markieren wir, wo der Schaft aufhört, wo im Prinzip der Insert-Kragen beginnt. Und da müssen wir den Schaft jetzt absägen. Und jetzt tun wir natürlich das Holzstückchen, das in diesem Fall ein bisschen kürzer ausfällt, und das Stahlstückchen wieder rein, genau wie vorher auch. Jetzt müssen wir das Ganze zusammenkleben, aber wir nehmen jetzt hier Sekundenkleber, der so ein bisschen, so 10 Sekunden zum Aushärten braucht. Der gibt einem die Möglichkeit, das nochmal ein bisschen nachzurichten. Und das ist wirklich nützlich, weil die müssen natürlich vollkommen parallel sein, sonst klemmen sie im Magazin. Ja, das ist jetzt das Endresultat. Wir haben jetzt einen richtig schweren Jagdpfeil. Der wird zusammen mit dem 180 Pfund Wurfarm jede Menge Power haben. Ja, wie man sieht, die Wolf-Fang-Spitzen waren ein kleines bisschen zu breit fürs Magazin. Ich habe deswegen ein kleines bisschen abgenommen und jetzt passen sie perfekt rein. Zack. Ja, so, jetzt ist die Adder voll gepimpt. Es gibt noch ein paar mehr Sachen, die man machen kann. Aber das waren die beliebtesten, als ich eine Umfrage im Forum gemacht habe. Und deswegen lassen wir es heute damit mal gut sein. Wer mehr wissen will, in der Facebook-Gruppe ist jede Menge los. Die hat schon über 1200 Mitglieder. Alles Leute, die die Adder oder die Stinger lieben. Und gibt es auch jede Menge Tipps und Tricks.
Ich werde morgen noch mal einen Speed-Vergleich machen, wie die Energien aussehen, von der hier verglichen mit der 130er Originalversion. Und ich hoffe, das hat euch gefallen, denn das war's für heute. Thanks and bye bye.